Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Rapid Wien Projekt oder auch Saison Nummer 4. Da wir es ja wieder geschafft haben, Saison Nummer 4, 5, 4, 21, 22, 23, 4. Wir sind jetzt 24. So. Da wir es geschafft haben, erstes Nationalmannschaftsangebot, leider im Pokal gegen Salzburg halt gewonnen, aber dieses Jahr wollen wir halt angreifen. Wir haben 59 Millionen zum Einkaufen, natürlich nicht ganz, da wir hier noch 66,2 Millionen Bargeld nur haben und das dann ein bisschen verschoben ist, aber wir müssen von der Abwehr her, müssen wir uns nicht wirklich gucken, nur einen Backup für den Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Backup haben wir mit El Shevi und der wird auch Lukaschewicz beerben. Lukaschewicz wird abgegeben. Den werden wir wirklich, möchte gerne bei seinem Verein bleiben. Ja, den werden wir aber abgeben und El Shevi werden wir dann nach und nach rankommen lassen. Ich habe hier schon alles eingestellt letzte Woche. Wir geben ihn so direkt ab. El Shevi kommt auf die Bank, wird halt unser neuer Linksverteidiger. Dann Sulzbacher wird abgegeben. Da müssen wir. Wir holen auf jeden Fall Österreicher. Wir werden auf jeden Fall Österreicher für diese Spieler holen. Und dann jüngere. So, Spieler anbieten. So, mal sehen, ob die weggehen. Pierre Wiegand wird wahrscheinlich wieder verliehen. Das wird direkt gemacht. Er hat nur Ablöseforderungen einstellen. Machen wir natürlich auf höchste Stufe. Oder ich setze ihn von Anfang an rein. Aber nee, Pence ist da, glaube ich, gesetzt. So. Herstatus. Ich kann ihn nicht zum Laien setzen. Oder verhandle ich momentan? Habe ich ihn schon angeboten? Ich verträge. Pierre Wiegand. Spielerinfo. Warte. Ich kann das ja ganz einfach gucken. Spieler anbieten. Ne, nur zu verkaufen. Warum? Ach, sein Vertrag läuft aus. Ich muss seinen Vertrag verlängern. Verlängert er den? Lehnt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Ja, okay. Dann bist du die neue Nummer 2. Lassen wir dich in den Freundschaftsspielen ran. Vielleicht können wir dich ja aufbauen, so ganz langsam. Dass wir dann jetzt mit der Jugend gehen. Gut. Bagata ist dann die Nummer 3. Wiegand die Nummer 2, wenn er sich nicht verbessert. Wir gucken uns dann auch mal die Jugendmannschaften an. Hat sich hier was verbessert? Ne, da haben wir sehr wenig Spieler. B-Jugend geht. Da haben wir schon ein bisschen mehr. Da baut sich das Ganze langsam auf. In der zweiten Mannschaft, da müssen wir auch auf jeden Fall noch was nachholen. Wir müssen auf jeden Fall investieren jetzt in die Mannschaft. Wir werden viele Talente holen, wie Zerpas oder sowas, was die zweite Mannschaft verstärkt, aber alles Österreicher. Ich habe meine drei Spiele, ich habe noch keine Spieler geholt. Warte, ich kann es ja hier gucken. So, Transfers, ich habe noch keinen Spieler wirklich geholt, bis auf diese Laien, die zurückgekommen sind. Nur Busco ist weggegangen für 25,5 Millionen. Abgegeben werden sollen Trossard, Sulzbacher und Lukaschewicz. Der steht auch auf der Transferliste. Mal sehen, ob wir den loswerden. Ich werde den auch gleich in die zweite Mannschaft verschieben, damit wir den auf jeden Fall loswerden. Und dann müssen wir halt mal schauen, ne? Jetzt momentan ist dann halt Grühl da gesetzt, würde ich sagen. Und wir nehmen Lukaschewicz mit auf die Bank und Trossard. Änderungen übernehmen. Ja, da steht alles gut da. Kann man den noch anbieten? Den könnte ich noch anbieten, aber dafür werde ich den Aktion in die Reserve verschieben. Und dann gucken wir mal zweite Mannschaft, was wir da reißen können. Auf einmal wollen wir viel mehr Vereine. So, dann gucken wir jetzt mal auf den Transfermarkt. Jetzt hier gucken wir mal auf den Transfermarkt. Wir dürfen ja auf drei Ausländer gehen. Das ist das Gute. Wir dürfen ja auf unsere drei Ausländer gehen. Das heißt, wir sind nicht gebunden an den Österreichern. Wir haben ja auf jeden Fall erstmal nur die ohne Vertrag. Und da gehen wir auch drauf, direkt bei der Suche. Wir machen hier mindestens 75er, nur realistische und vereinslos. Was wird uns da vorgeschlagen? Wir gehen nach und nach durch. Wir haben Keeper. Kevin Trapp, Guerrero, Ganulis, Güntner, Bertrand. Innenverteidiger sind wir gut gesetzt. Rechtsverteidiger sind wir auch gut besetzt. Da würde ich sogar auf was Jüngeres gehen. Da werde ich auch noch was Jüngeres suchen. Dann haben wir
Defensives Mittelfeld arbeiten wir gar nicht mit. Zentrales Mittelfeld sind wir gut besetzt. Verscheren tauscht ja immer so, mal so, ne? Dann hatten wir noch offensives Mittelfeld. Ferreira und Onoma könnte man drüber gehen. Rechts außen bin ich auch nicht ganz so zufrieden mit, wie das da aktuell läuft, aber. Ja, dann Stürmer. Lukas Höhler vielleicht. Lorenz Verovic. Dina Monti und der Türke hier, Dervi Soglu, Çoklu oder wie das ausgesprochen wird. Severovic oder Emen Ermedin Demirovic. Hat man den irgendwo her? Freiburg. 107 Spiele. Wie sieht das denn mit eurer Bilanz aus generell? Ich kann ja mal auf einen erfahrenen gehen. Da war es. Ist eine Fliege einfach in meiner Fresse. Ja, das sieht nicht so gut aus. Loren, 45 Spiele auch nicht. Lukas Höhler sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, bei dir sieht es auch nicht. Pinamonti. Ich kann mal. Ich komme ja darauf an, was er will, ne? 1,5 Millionen und Stammspieler sein. Vorteile ihres Vereins nimmt an. Nachteile. Vorteile ihres Vereins nimmt an. Champions League teil, ist Titelanwärter, kein Streit in der Mannschaft, Traditionsverein. Unerfahrener Mensch, Manager, hoher Mediendruck. Okay. Option für den Spieler. Ein Jahr. Beim Abstieg darfst du gehen. Wir versuchen es mal so. Vielleicht kommst du ja. Dann hätten wir unseren Italiener für den Sturm vorne. Und dann gehen wir jetzt mal auf. Ist los nicht mehr. Sondern 80er Spieler und dann alle. Was kommt dabei raus? Zu viel. Wir brauchen einen neuen Linksaußen. Gehen wir mal auf Linksaußen. Was kommt dabei raus? Kein Österreicher leider. Aber ein Pellegrini und ein Moreno. Inter Miami FC, Argentinier. Norwegen kann man damit extra stark machen. Pastrana, Luzano von Tigres, Valera von Atletico Madrid B. Okay, stark. Den will ich ins Blickfeld aufnehmen, der soll gescoutet werden. Scoutet den mal. Dann hatten wir noch hier von den hier. Aktion, Blickfeld, Pellegrini und. Nein, nicht Spielertausch. Wieder scouten sollst du. Kannst du machen hier. Die Jugendmannschaft von den anderen sind sowieso nicht mehr das Wahre. Dann Stürmer. Stürmer. Valera, Atletico Madrid, ja, okay. Josh Sargent. Haben wir irgendwie einen Österreicher dabei? Ne. Dann gehen wir mal. Dann machen wir das mal das Typische. Dann machen wir einfach mal das Typische und Vertragsspieler. Ja. Wo ist mein Österreicher? Die einfach nach oben gewandert. Nicht Sprachen. Nationalität. Beide. Nur realistische Transfers. Kann auch Jugendspieler mit drin sein. Adeyemi ist natürlich raus. Junior Adamu ist auch raus. Das ist natürlich bitter. Gregoritsch, ja, der spielt schon bei uns. Sonst sind die alle, wir gehen mal nach Stärke sortieren. Kalacic ist auch raus. Das ist auch bitter. Wäre schön gewesen, den noch die Möglichkeit zu haben. Wir hätten noch Ragus eventuell, den man hochziehen könnte. Warte, wir gehen erstmal auf nicht verfügbar. Da haben sie nur. Okay, es gibt also keine Jugendspieler. Es gibt also keine Jugendspieler. Jeboa ist auch Österreicher. Ist nicht in der Nationalmannschaft. Den könnte man vielleicht sogar noch in die österreichische Nationalmannschaft bringen. Eventuell. Wie viele Tore hat er letzte Saison geschossen? Also 47. Kann ich mit leben. Verletzungsanfällig aber. Das ist natürlich bitter, aber er ist schnell. Und ich habe ja Ersatz. Ne? Wir bringen ja selber einen hoch gerade. Wir bringen ja selber einen hoch. Pelke, meine ich, ja. Und dann haben wir die beiden noch. Es wird schwierig. Das wird wahrscheinlich eine längere Folge. Oder ich denke das nur, weil es lange wird vom Aufnehmen. Dann Rechtsverteidiger. Ist da irgendwas auf dem Markt?
Gregor Teige, die ganz jung. Das muss Christensen. Lazzaro, der ist sogar ablösefrei. Rechter Verteidiger, Backup. Ja. Gehen wir mit rein, ne? Als Backup kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Wir versuchen mal hier auf 100 Millionen und du darfst um ein Jahr verlängern. Du kriegst einen 3-Jahres-Vertrag. Zur Not kann ich dich auch rechts außen einsetzen und so. Du bist ja sehr, sehr gut einsetzbar. Du bist auch der Einzige, der so ist. Ein ganz starker wird David Alaba, aber der ist auch nicht verfügbar. Dann hätten wir noch für die Innenverteidigung Jan Boller. Ja, Leiner spielt schon bei uns. Der ist auch mega stark auf jeden Fall. Red Bull Salzburg sind auch alle sowieso nicht zu haben, ne? Das ist auch schon mal krass. Lazzaro, dann hätten wir noch Ingolic hier. Blauensteiner. Komm, machen wir alle. Und dann 74er, nur Österreicher. So, dann hätten wir im Tor Patrick Penz, der sowieso bei uns spielt. Für Linksverteidiger hätten wir Amadou Dante von Sturm Graz und Ullmann. Der wäre jünger. Okay, cool, cool. Kann man da vielleicht auf einen Spielertausch gehen? Dafür Ullmann reingeben? Nee. Dann in der Innenverteidigung Geierhofer spielt bei uns. Jan Boller, Christoph Clara. Kevin Danso. Dann Friedel und Lienhardt. Okay. Denn Greimel hat bei uns gespielt, spielt jetzt bei Juve aktuell, ist auch stark. Dann hatten wir Müldur von Turin, dann hatten wir noch Ingolic, ja, mit Mwene. Ist auch nicht so. Und jetzt zentrales Mittelfeld hätten wir Schmiedebach, den könnten wir zurückholen quasi. Aber, ist auch jetzt gesetzter in der U21 spielt er nur. Krass. Aber ist klar, dass er sich so gut entwickelt wegen diesem Bug, ne? Ich muss noch das Update. Das werde ich, nachdem ich die Runde hier beendet habe. Die Aufnahmesession für diese Woche werde ich das alles machen und hoffen, dass ich denn nichts verkacke. Haben wir für Schöpf, Alexandra Schöpf, der könnte auch noch rechts außen spielen. Rechts außen sind wir momentan dünn besetzt. Wir brauchen noch einen und das nur. Da kann man wirklich, okay, wir holen Lazzaro und dann kann man vielleicht auf den anderen Rechtsverteidiger gehen. Dann kann man wirklich auf den anderen Rechtsverteidiger gehen. Und Lazzaro als Ersatz da. Ist auf dem hier, Leicester City. Den kann ich wirklich auf Ingolic gehen. Als Rechtsverteidiger Ersatz. Oder ich gucke erstmal, was der Rechtsaußenspieler sagt. Wir haben Alessandro Schöpf und Yusuf Demir. Und dann Yeboah halt noch Stürmer vorne, ne? Yeboah würde ich sogar, glaube ich, unterschreiben. Placic müssen wir warten. Aber Yeboah, da könnten wir, glaube ich, noch was aufbauen neben. Und dann Pelke verleihen. Ist halt verletzungsanfällig, aber wir haben ja 3 Stürmer. Wir können ja mal gucken. Wir gehen mit 10 Millionen rein. Wir müssen jetzt mal ein bisschen investieren. Das ist das Ding. Wir müssen jetzt mal wirklich ein bisschen investieren. Und ich gehe für rechts außen mit Alexander Schöpf. Und da gehen wir auch erstmal mit 7 Millionen rein. Dann verhandeln wir momentan. Yeboah zähle ich als halben. Also so halbe Spieler für Rechtsverteidiger und so ein Kack. Zähle ich als halbe Spieler so. Halt, wo die andere Nation vorne ist. Aber er spielt noch nicht in der Nationalmannschaft. Wenn er irgendwann mal Österreicher wird, dann wäre natürlich cool. Wäre cool, 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 cool. Jetzt gucken wir mal die Spieler, die wir hier noch holen könnten. Ich könnte auch wieder auf den Ausländer gehen für rechts außen, ne? Norman, Mendes, Günther, Nick Pope. Aber. Dann gehen wir in das Geschehen. Zweite Mannschaft. Da will ich eine komplette Mannschaft aufstellen. Ich will schauen, wie wir das machen. Danfer und Serpas müssten eigentlich spielen. Natürlich, Trossard ist jetzt momentan da gesetzt, weil ich den ja verkaufen will. Aber ich habe kein Angebot gekriegt. Doch, ich habe ein Angebot gekriegt. Gut, stark, stark. Dann müssen wir mal schauen. Wir brauchen
einen jungen Torwart. Haben wir in den Jugendmannschaften was? Nö. Ja, doch, aber auch nö. So, dann gehen wir mal rein. Wir machen das anders. Wir machen das anders. D-Jugend. Die haben die gescoutet. Hier A-Jugend. Marco Beuter, Vertragsverhandlung. Würde kommen. Zweite Mannschaft. 50.000. Die Hälfte auf die Hand. 2 Jahre. Komm oder lass es. Gut, zweite Mannschaft habt ihr nicht. Dann hier. Zweite Mannschaft habt ihr nicht. A-Jugend wird gescoutet. B-Jugend wird gescoutet. Bin halt aufgestiegen. Gudama Ried. Ja, habt ihr nicht. WSG Tirol, A-Jugend. Wilhelme, Rechtsverteidiger. Andere sind keine großen Talente. Leider. Und bei euch da, hier Christian Gordier, Vertragsverhandlung. Zweite Mannschaft. Zentrales Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Kriegst sogar 200.000 und die Hälfte auf die Hand. So versuchen wir das halt immer. Da haben wir einen Torwart, noch einen. 10.000. Die Hälfte auf die Hand. So. Gut, 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 gut. Zweite Mannschaft habt ihr nicht. Klagenfurt. A-Jugend. Sieht nicht so berauschend aus. Hartberg. E-Jugend. Sieht nicht so berauschend aus. A-Jugend haben wir. Mika. Als Sternetalent kann ich mal drauf gehen. So. 20.000, 10.000. Zweite Mannschaft. Angebot unterbreiten. So. So, 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 so. Dann Lask. Burgstaller. So, gehen wir auf 12.000, zweite Mannschaft. Wir wollen die Mannschaft ja verstärken und nicht verschlechtern. B-Jugend. Habt ihr. Ah, der ist noch. Er ist noch 15. Aber. Ich hab dich im Blick. A-Jugend. Sieht nicht so stark aus. Bei denen. Ja, Shiplock. Vertragsverhandlung. 20.000, 10.000, 2 Jahre. Typische Angebot von mir. E-Jugend sieht nicht so berauschend aus. Zweite Mannschaft habt ihr nicht. Schon Gras. Ja, da muss ich gucken wegen erster Mannschaft. Da haben wir Aldiger, Vertragsverhandlung. Will nicht mit uns reden. Da sieht man schon, ne? Wie abgehoben die sind. Will nicht mit uns reden. Der redet mit uns. Beide Mannschaft. Du redest auch mit uns. Beide Mannschaft. Du redest auch mit uns. Du redest auch mit uns. Nee, du nicht. Was? Du siehst keine Chance, dich bei uns durchzusetzen. Das glaube ich nicht. Ja, die glaube ich nicht. Sieht gut aus. So, dann gehe ich erstmal rein. Wenn irgendwas Spannendes passiert, sehen wir uns. Ansonsten sehen wir uns bei den ersten Transfers halt oder bei dem Pokalspiel gegen St. Pölten hier. Die Freundschaftsspiele brauche ich ja nicht mitnehmen. Bis gleich. Damit ist Lazaro auch direkt gekommen. Rücken Nummer 14 möchte er. Er kriegt eine Pressekonferenz natürlich kurz vor dem Spiel gegen St. Pölten, also dem Freundschaftsspiel. Haben wir unseren neuen Backup-Rechtsverteidiger. Ich kann auch mal jetzt hier. Oder rechts außen. Er kann ja vieles eingesetzt werden. Erstmal herzlich willkommen. Viel Erfahrung bringt damit. Der österreichische Grieche. Hertha hat er, glaube ich, gespielt. Ne, Gladbach hat er gespielt. Inter, Newcastle, Inter. Bei Gladbach hat er sich dann durchgesetzt. Dann kam die Leihe zu Benfica. Dann zurück zu Inter Mailand. Und ja. Ja. Auch da, Hertha. Und von Hertha ist er nach Inter gewonnen. Da konnte er sich nicht mehr durchsetzen. Jetzt spielt er bei Rapid Wien in Österreich, in seiner zweiten Heimat, neben dem wunderschönen Griechenland. Das als mögliches nächstes Weltmeisterschaftsprojekt zählt. Und das wird ein bisschen schwieriger, weil da gibt es, okay, da gibt es Manolas und Sokrates und Solis und so, kann man da alle hocharbeiten. Aber ich habe mir auch schon den Verein ausgesucht, da werde ich Panathinaikos Athen nehmen. Und ich bin gespannt, aber erstmal müssen wir hier
Rapid Wien mal zu einem Titel führen. Und diese Saison wird es der Pokal. Ich setze alles daran. Wir werden dieses Jahr den Pokal gewinnen und in der Champions League in die Gruppenphase kommen. Und dann Europa League erreichen. Wenn nicht sogar Achtelfinale Champions League. Ich will Geld einnehmen. Ich will vieles machen. Und damit ihr auch wisst, wie ich diesen Verein verbessern will, gehen wir auf Budgetänderungen und ziehen direkt mal 10 Millionen hiervon und 10 Millionen hiervon weg und ziehen das noch hier auf Bauinfrastruktur. Der soll da ordentlich rein investieren. Okay, warte. Ich gehe nochmal. Ich hab gedacht, ich hätte mehr Geld da. Gehe ich nochmal 9 hier und pack die hier drauf zur Sicherheit. So. Aber da haben wir 25 Millionen für die Infrastruktur. Ja, Mitarbeiter, was laber ich? Fans. Ich muss hier noch was einstellen. Die Fans müssen mich mögen. Wie viele Plätze haben wir eigentlich im Stadion? Stadion? 28.000. Ja, komm. 10%. 10% Freikarten pro Spiel. Soll Patrick Hartmann gekauft werden? Nö. Okay. Da gibt es einen, der könnte das. Andreas E. aus Wien. Ich finde es gut, dass sie im Training so viel rennen müssen. Ja, nice. Ich habe erst einfach mal gerade vorne geguckt. Ich habe 19 Minuten nur für Transfers hier. Wo wir geguckt haben, Infrastruktur, wir sind hier am Bauen fleißig. Die bauen jetzt einen Flaggenmast. Keine Ahnung warum. Die Flaggenmaste ausbauen, aber egal, er hat ja das Geld. Und dann gehe ich gleich in 4 Tagen, werde ich mich nur noch aufs Trainingszentrum umkonzentrieren. Und den zweiten kann er dann machen, wie er das macht. Schöpf wurde zurückgewiesen, dann gehen wir da höher. Um 800.000. Und ich gehe weiter. Wir sehen uns dann gleich. Nach dem 4-0 im Freundschaftsspiel gegen St. Pölten kommt auch Alessandro Schöpf zu uns. Wir gehen uns auch noch mal ein bisschen weiter. Und es sieht damit ziemlich nice aus auf dem Markt. Er verstärkt uns direkt ungemein, ne? Um einen Punkt. Ich kann ihn noch mal direkt anstatt Onas einsetzen. Mal sehen, ob er sich da gut durchsetzt. Verscheren ist halt noch im Urlaub wegen der Europameisterschaft war das, glaube ich. Ja, müsste sein. 2022 war WM, ja. Europameisterschaft, wo Belgien ja eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, Helke ist da noch. Wir sind noch weiter am Verhandeln. Haben halt im ersten Test gegen St. Pölten 4-0 gespielt. Mal sehen, ob es im Pokal genauso wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich habe mir überlegt, wir können ja mal ein Jugendcamp bauen in Österreich. Wir werden das aber nicht in Wien, sondern in Wattensheim, Ried im Kreis. Kann ich da noch irgendwie was finden? Ried im Innenkreis, Wattens, Marie Enthoff, nach Städten suchen. Was klingt denn nach einem Ort, wo ich auf jeden Fall ein Talent finde? Arzt im Pittal. Start hinzufügen. Arzt im Pittal, da werden wir einen Jugendcamp bauen. Wird uns 2,9 Millionen kosten, aber ich könnte auch so gehen. Das Geld habe ich ja investiert. So. Ja, bauen da direkt das fertig. Ihre Jugendcamps ist im Bau 480 Tage. Das heißt, nächstes Jahr ist unser Jugendcamp fertig. Und dann können wir darauf bauen. Eigentlich hätte ich ein kleineres bauen müssen, ne? Normalerweise für euch im Privatspiel baut als erstes das kleinere, weil dann arbeitet das schon. Und das ist das Wichtige. Kann ich noch eins in Österreich bauen? Ihr könnt maximal nur ein Jugendheim pro Land bauen, okay. Wäre schön gewesen. So, und dann können wir gucken, ob wir jetzt unsere Jugendmannschaft hier langsam aufbauen. Das hätte ich schon viel früher machen müssen. 16,2 Millionen haben wir noch zum Investieren. Aber wir müssen ja schauen wegen dem Verein. Ich habe den Italiener vergessen. Andrea Pinamonti wechselt einfach für ablösefrei zu uns. Und Zirkse ist dadurch angespornt. Wir geben ihm natürlich eine Pressekonferenz, ja. Dann können wir mal schauen. Dadurch ist Gregoritsch, der verlängert sowieso bald seinen Vertrag. Aber Pelke liegt damit von dem Platz. Und wir werden dich mal zur Leihe anbieten. Mal gucken, ob ich irgendwo einen Verein finde, wo du wirklich regelmäßig Spiele anbieten. Vielleicht sogar in der Bundesliga. Alter, was habt ihr da vorne im Sturm? Witzig. Da könnte er vielleicht zwischendurch mal spielen. Ried. Wir haben zu viele.
Tirol. Wir haben auch zu viele. Dann gehen wir mal nach Deutschland in die dritte Liga. Duisburg, wie sieht das bei dir aus? Odami und sonst haben die keinen. Ja, dann kriegen wir dann hier. Ach, die verhandeln momentan mit einem anderen Spieler. Regionalliga, ja, okay. Zweite Liga, kein Interesse. England. Sky Bet League One. Summerland, wie sieht es bei euch aus von Stürmern her? 65er Stürmer, 70er Stürmer, ja, okay, kann man vergessen. Hier den Camp. 70er Stürmer. Mansfield Town. 60er Stürmer. Dann Fragezeichen Stürmer, Fragezeichen Nummer. Wir versuchen es einfach mit Mansfield Town. Die sind aktuell auf dem 15. und vielleicht kann der da ja ein bisschen Spielerfahrung haben. Würde das Gehaltsbudget sprengen. Dann gehen wir mal auf 80%. So viel verdient er ja auch nicht. Ist an einer Verpflichtung interessiert. Gut. Gut, 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 gut. Dann geht's weiter mit den neuen Stürmern, den ich erstmal begrüßen muss. So, herzlich willkommen im Team. Und weiter geht's. Test, Test, Test. Und damit haben wir auch unseren nächsten Stürmer. Jeboa kommt für eine Ablöse von 12 Millionen. Und ja, 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 ja. Unsere Mannschaft nimmt Form an. Damit ist Gregoritsch, obwohl er momentan eine 75 einfach hat, läuft bei ihm hart, geht auf die Tribüne. Jeboa kommt oder ich werde Zirkse eventuell verleihen. Und dann werde ich so mit diesen spielen und dann mit Gregoritsch. Zirkse verleihen und dann schauen, ob ich dafür viel Geld raushauen kann. Ich kann den nochmal scouten hier. Seinen Bruder versuchen hierher zu holen. Weil bis jetzt lief das ja nicht so schlecht. Bis jetzt lief das ja nicht so schlecht. So. Zirkse. Transferstatus ändern. Auf Transferliste zu leihen. Spieler anbieten. Belgien, da gibt es einige, die interessiert sind. Ajax, würdest du bei Ajax zuerst spielen? Das ist die Frage. Da hast du Tadic vor dir und Sebastian Allaire hast du vor dir. Bin ich mir nicht so sicher. Was kommt da? Steht da einfach ein Vogel weg. So. Aigner spielt auch um die ersten Plätze mit. Im Sturm haben sie einen Pavlidis und sonst haben sie keinen großen Ersatz. Dann würde ich ihn nach Altmar schicken, in die Heimat. Und da kannst du dich durchsetzen. Dann kommt Gregoritsch hier auf die Bank und unser vierter Stürmer wird einfach Zimmermann sein. Ja, hier Mustafa. Habe ich ja damals auch geholt, Mustafa einfach. Die ganzen Jugendspieler hier sind gekommen. Hier ist auf jeden Fall krass aufgewertet worden in der zweiten Mannschaft. Da haben wir einiges vor und jetzt hier so ist natürlich unvollständige Aufstellung automatisch ergänzen. Genauso wie hier. Wenn du dann hier A-Jugendspieler brauchst, dann holt er sich aus der B-Jugend hoch oder holt sich neue Talente. Mal schauen einfach, wie das läuft. Aber die Mannschaft gefällt mir. Die Mannschaft gefällt mir. Romano Schmid ist jetzt momentan ja gesetzt, da Verschern im Urlaub ist. Aber normalerweise wäre das auch besser da. Dann haben wir noch eigentlich einen 77er im Tor mit Pence. Der darf jetzt auch mal direkt von Anfang an. Ich wechsle die beiden Keeper ab. So, einfach mal schauen. Dann haben wir jetzt im Mittelfeld ein bisschen Platz. Da können wir jetzt erstmal kurz Lazaro reinsetzen. Und wir brauchen vielleicht noch, müssen wir mal schauen, ob wir nicht Backup-mäßig was finden, ne? Er steht sogar zum Verkauf, ne? Schmiedewach steht zum Verkauf. Oh, Alter, die sind alle interessiert. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Wir brauchen einen Ersatz, einen Backup. Also. Auf was gehen wir? Kaufe ich ein österreichisches Talent? Nein, komm, was laber ich? Guck dir das einfach an. Zweite Mannschaft. Darf sowieso nicht spielen. Ich ihn hoch. Und er ist der Backup der Backups. Oder halt hier, Djokic.
Tadelberger. Ich hab genug Optionen. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche da nicht mehr wirklich investieren. Wir sind momentan nur noch am Verhandeln mit niemandem, oder? Nee, wir sind nur noch am Verkaufen aktuell. Wir sind nur noch am Verkaufen aktuell. Ich kann auch mal Website einfach anders gucken. Ich habe hier nur zweite und so geguckt. Erste Mannschaft. Gibt es da irgendwas, wo ich sage, ja, Adamo würde ich gerne haben, ne? Den habe ich ja auch bei Hannover 96 in meiner FIFA-Karriere. Würde ich gerne mitgehen, aber ich kann ihn ja nicht dazu zwingen. Dann haben wir, was haben wir da noch so? Die Talente, wir gehen auf die Talente. Ich bin aufs Mannschaftsfoto gegangen. Ich wollte nicht aufs Mannschaftsfoto, so. Adeyemi, Sule, dann hier kommen die Ausreißer, Österreicher. Gut. Und dann kommt der nächste Österreicher hier, Junior Adamu. Und Talent her. Sturmgras, Mustafi, na hier. Janscha, ja, okay, bei dem wird's älter. Da können wir uns bestimmt so nach und nach durchsetzen. Tavena. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, oh, Ballo. Von uns dahin? Ne, von Chelsea ablösefrei und dann konnte er sich nicht durchsetzen. Dann haben die ihn jetzt geholt. Stark. Aber haben die irgendwas, wo ich sagen muss, ja, okay, hier zum Beispiel. Tobias Laval. Den habe ich hier auf der Liste. Also wenn Wigan wirklich nicht verlängern sollte, ich versuche Wigan jetzt öfter spielen zu lassen, dann werde ich ihn verlängern. So, wir gehen aber erstmal weiter. Ja, Leon Trossard ist gewechselt. Natürlich hat er einen 2% Anteil, kriegt er von den 11 Millionen, aber wir stehen jetzt wieder noch besser da. Unser Geld wächst stetig und ich habe es komplett vergessen. Wir haben hier ja noch diese eine Position auf der Startelf, die nicht gut besetzt ist. Linksaußen, wir brauchen noch unseren Linksaußenspieler. Ich glaube, wir werden dann schauen einfach mal, was da so auf den Markt einfach kommt. Es muss ja noch nicht mal, Österreicher wäre natürlich am besten, wenn wir da was finden. Finden wir was? Nö, wir finden nichts auf der Österreicher-Position. Dann geben wir natürlich alle Nationalmannschaft-Vertragsspieler nur realistische Transfers. Es muss ja etwas sein, was kommen kann. Und dann hätten wir Pellegrini. Warte, was ist eigentlich mit den Scout-Berechnen? Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. So. Wir haben Valera und Pellegrini mit einer 74. Gute Perspektive, schnell, ja. Und Valera, potenzieller Topspieler, welcher ist, der kostet mehr, 21,3 Millionen, da müsste ich alles für investieren und für den wenn ich wahrscheinlich mit, da müsste ich auch 20 Millionen reinhauen. So, was habt ihr denn hier? Jack Harrison. Ablösefrei. Gehen wir einfach rein. So. Verhandeln. Du bist mein wichtigster Spieler. Du wirst in der Regel spielen. Ich will dich ja nicht anlügen. Feste Ablöse weg. Abstieg. Anteil verkaufen. Ne, können wir vergessen. Wäre halt zu witzig gewesen. Einfach direkt so ein Banger als Ersatzspieler. Aber wir können ja auch auf 72er gehen. Lukas, was ist eigentlich mit Kronberger? Muss ich auch gleich nochmal gucken. Wir gehen auf Jüngere. Wir wollen hier. Nein, Ansgar Knauf. Ja. Saruri hier von Oslo. Valera und so wäre natürlich noch so ein Ding, aber die sind halt mega teuer. Dann hätten wir Pellegrini. Frank Evina. Ruben Vargas. Ikori Abe von Barcelona B. Kann ich mitarbeiten. Kostet doch nicht viel. 95 Millionen feste Ablöse bezahle ich natürlich. Wir gehen direkt auf 800.000, dass sie es direkt annehmen. Wir brauchen ja zwei Spieler. Wir brauchen ja auch einen Ersatz für ihn. Dann haben wir Muslia. Harrison. Robinson. Moses Simon. Marius Wolf, Viktor Fischer. Florian Thauvin, okay. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Erfahrung pur, aber ich glaube, von Erfahrung her will ich dann lieber auf hier Perisic gehen. Warte, ich muss das mal gucken.
Ich muss erstmal gucken. Ich muss erstmal gucken, wie viele Ausländer habe ich jetzt verpflichtet. Transfers, Transfers hier so. Wir haben. Yeboah zählt als Deutscher. Als Österreicher. Wenn, so, da haben wir Schöpf, Österreicher. Italiener, Österreicher. Österreicher, Österreicher. Ja, ich darf noch. Ich darf noch einen auf jeden Fall, wenn man Yeboah natürlich als Italiener sieht. Darf ich noch einen? Dann kann ich beide holen, ne? Ikuri Abe und Linkser Monster. Kann ich machen. Er ist Österreicher, also ich sehe ihn als Österreicher, boah, deswegen habe ich ihn auch geholt. Du bist Stammspieler? Nein, du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Wir gehen mal auf 900.000. Option für den Spieler, passend am Karriereende, darfst sogar für mich arbeiten. Dann gehen wir auf 850.000, 2 Jahre. Kommst du einfach mal mit der Erfahrung und bringst du vielleicht in der Champions League weiter. So. Wenn ihr was dagegen habt, dann werde ich natürlich sofort im Winter einen davon verkaufen. Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber ich sehe Yeboah halt als Österreicher, weil er noch nicht für die italienische Nationalmannschaft gespielt hat. Und ich will ihn versuchen aufzubauen. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. So, ein 800.000. Dann kriegst du 2%? Ne. Option für den Spieler? Okay, dann können wir auch auf. Okay, warte. Ich kann es ja auch hier versuchen, ein bisschen zu erhöhen. 600 und dann, ja, komm, machen wir so 850.000, 100.000 auf die Hand. Vielleicht nimmst du es ja an, um uns dafür zu verstärken. Und dann schicke ich Grühl. Grühl ist mir dann das Schimmer, ne? Und Keins war mein Dritter. Ja, so war das. Der Schern ist wieder dabei. Perfekter Zeitpunkt. Mit Romano Schmid kann er tauschen. Wiegand darf wieder in diesen Freundschaftsspiel rein. Wir müssen einfach mal schauen, wie es läuft. Die sind einfach beide direkt gekommen. Hikori Abe wechselt für die 900.000. Ist enttäuscht von der Vorstellung, aber einfach ein Ivan Perisic, der wird natürlich im Stadion vorgestellt. Also, ja, okay, natürlich ist er ein bisschen abgefuckt jetzt dafür, dass er nicht so vorgestellt worden ist, wie er will. Aber die dürfen noch nicht international spielen. Wir spielen jetzt nämlich gleich in der ersten Runde gegen Banik. Und da dürfen sie noch nicht spielen. Das heißt, ich muss mit Keins und Grühl rein. Bitter, kann Schöpf da auch spielen? Nee, leider nicht. So wollte ich das machen. So, dann stellen wir jetzt erstmal die möglichst beste Formation auf den Platz. Friedel ist gar nicht in Form, Junge. Ich muss hinterher spielen, sogar spielen lassen. Der bitter Friedel kann ja gar nicht. Der kann ja noch nicht mal mit seiner 2 hier. Ullmann darf auch nicht spielen. Chevy darf jetzt direkt gegen die Tschechen ran. Und müssen wir mal schauen, Wiegand, ja, Pence ist halt ein bisschen wichtiger, da was das angeht von der Mannschaftsstärke. Mittelfeld sieht auch gut aus, Leiner sieht gut aus von der Form, da kommt Schöpf. Was mache ich eigentlich? Schöpf, so, ja. Ja, wie lange bist du noch verletzt? Bis zum 27.07. Das heißt, gegen Sandpölten bist du wieder da. Gut. Boah, Glück gehabt, kurz vor dem Spiel durften wir die Spieler noch nachnominieren und das heißt, wir spielen mit einem Perisic in der Startelf. Ich bin echt gehypt, ob er hier noch was bringen wird für uns diese 2 Jahre, wenn nicht sogar 3, wenn er seinen Vertrag verlängert. Dann haben wir Onaz, Schöpf kommt rein für Onaz, weil er ein bisschen stärker ist. Dann haben wir halt Hinteregger, wie sieht es bei Friedel aus? Der hat sich seine Form immer noch nicht geholt, aber nützt ja nichts. Ullmann. Oh ja. Gregoritsch hat eine gute Form. Der geht auch rein für Yeboah von Anfang an. Dann sind wir noch ein bisschen stärker. Dadurch wird die Mannschaft hier immer einfacher für uns zu schlagen. Laut der Mannschaftsstärke. Hinteregger ist natürlich bitter jetzt, aber was soll's, ne? Pence startet, wie schon gesagt. Wenn wir klar durch sind in diesen Spielen, werde ich ihn immer spielen lassen. Ich will ihn immer wieder spielen lassen. Ich will auch gucken, dass er seinen Vertrag verlängert. Bis jetzt will er das nicht. Ich werde ihn auch im Pokal wahrscheinlich gegen St. Pölten spielen lassen. Einfach mal zu schauen. Ich kann ja Pence jederzeit reinbringen. Ich will ihn nach und nach aufbauen, unseren Wiegand. Und vielleicht sogar stark abgeben dann, wenn er weg will. So, wir gehen rein in unser erstes Pflichtspiel. Wir werden St. Pölten wahrscheinlich auch noch machen. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, weil ich jetzt bei 53 Minuten Rohschnitt bin. Das heißt, ich werde gleich über eine Stunde aufgenommen haben.
Und dann müssen wir halt schauen wegen den Hauptschnitt. Aber es kann auch sein, weil ich sehr viel so rede und ich habe auch 19 Minuten, erste Minute verscheren. Auf jeden Fall direkt in der 7. Minute mit dem 1-0. Stark. Verscheren ist wieder direkt on point. Er hat direkt wieder Bock hier auf die neue Saison. Ich will dieses Jahr ohne Niederlage beenden. Auch nicht gegen Salzburg. Ich will versuchen, dass hier die ganze Mannschaft direkt von Anfang an alles gibt. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Chevi auch. Starke. Wie sagt man das nochmal? Performance. Genau, so war das. Aber bis jetzt passiert nichts mehr in der ersten Hälfte. Interessant. Barnik aus Drava, die Tschechen. In der Champions League Liga Weg Runde 1. Das heißt, unser erster Meilenstein zur Champions League. Die haben wir letztes Mal, glaube ich, auch geschlagen. Perisic mit einer 4. Der geht auch dann direkt runter. Abel kann deswegen mal ein bisschen zeigen. Spielergespräche so. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Wir führen natürlich. Die restlichen Spieler wärmen sich auf. Bis auf Wiegand. Perisic ist jetzt runter. Abel kann jetzt auch mal ein bisschen hier was zeigen. Dann haben wir Hinteregger mit der 2:0. Das ist stark. Der will hier direkt Stammspieler ersten Platz haben, ne? In der 65. gehen wir kurz runter. Wir nehmen. Ja, komm, wir nehmen Gregoritsch runter. Der ist ein bisschen älter. Der kann wahrscheinlich nicht so lange. Und dann gucken wir mal, was können wir machen? Ich kann auch Lazaro reinbringen. Für Leiner von der Frische her. Oder auch Nas für Schöpf. Ich kann auch Wimmer reinbringen für Hinteregger, der trotz seines Tors nur eine 3 hat. Oder wir warten noch ein bisschen. Wir warten einfach noch ein bisschen. Ja, komm, dann bringe ich noch Lazaro rein für Leiner. Ein bisschen Frische runter. Der soll ja auch nach und nach rangebracht werden, weil er ein bisschen jünger ist als Leiner. Vielleicht überflügelt er ihn auch im Laufe der Saison. Aber hat auf jeden Fall das 3:0 gemacht. Gar nicht mitgekriegt. Einfach. Das ist natürlich sehr gut für sein Performance. Also für seine Bewerbung nächstes Mal von Anfang an zu spielen. Statistisch gesehen 16:3 Chancen, also wir haben die an die Wand gespielt. Wir haben die einfach an die Wand gespielt. Beste Leben. Wir müssen aber 3 Runden schaffen. Das ist das Problem. Wir müssen 3 Runden schaffen. Wie sieht das im Meisterweg aus? Spielt da nicht Salzburg? Gruppenphase ist halt noch nicht ausgelost, ne? Ich habe mir so überlegt, dass ich hier mal gucke wegen, wie heißt, Führungsqualitäten. Perisic ist natürlich eine 6, aber wir haben keinen richtigen Kapitän. Aber ich will Ljubicic als Vizekapitän haben. Mit dem will ich jetzt auch mal sprechen. Du sollst mehr Verantwortung übernehmen. Du sollst ein Kapitän sein. Möchtest du nicht, bin ich das, du nicht der Typ. Denkt er, aber ich denke schon, dass er das schafft und hat einfach 17 Millionen Marktwert, läuft bei ihm hart. Wir gucken uns mal die Elfmeter an. Das schießen Gregoritsch und wen können wir dann noch schießen lassen? Wir haben einen guten Schützen danach, ne? Genau, Monty könnte eventuell. Boah, was mit dir? Der ist auch gar nicht gut, aber Schöpf könnte. Schöpf könnte, dann machen wir das so. Freischuss aufs Tor. Friedel ist der Beste, danach kommt Gregoritsch, das kann alles so bleiben. Friedel ist einfach der beste Freischussschütze, den wir haben. Die Ecken, ja. Bleibt auch so. Also sieht alles gut aus. Dann gehen wir jetzt in das entscheidende Pokalspiel. Oh Gott, das ist eine enge Woche. So, in das entscheidende Pokalspiel. Mit Wiegand im Tor von Anfang an. Obwohl Penz eine gute Form hat. Ich habe hier Gregor Abe auch jetzt schon drin stehen. Da können wir ein bisschen uns schonen im Game gegen die Tschechen, da wir ja schon 3:0 durch sind eigentlich. Aber das wird alles erst in der nächsten Woche sein. Wir wollen jetzt nur St. Pölten mitnehmen. Und dann schauen wir, wie lange die Folge geht. Kann auch sein, dass ich auch unter 20 Minuten bin, wie mit der Dortmund-Folge gestern. Aber es ist halt der erste Tag. Aber wir gehen direkt durch Ljubicic mit 1:0 in Führung. Stark. Versuchen Wiegand in den Pokalspielen immer, wenn es eigentlich sicher ist, dass wir weiterkommen, spielen zu lassen. Habe ich ja vorhin gesagt. Und wenn wir mal wirklich 5:0 zur Halbzeit führen, dann bringe ich ihn auch zur Halbzeit. Dann darf er in der Halbzeit im Tor stehen. Wenn wir halt hart führen in der Halbzeit. Auf jeden Fall sieht das bis jetzt gut aus. Wiegand wird auch nicht richtig eingenommen, aber ist schon wieder mit dem Tor. Stark. Stark, stark, stark. Wenn er direkt jetzt jedes Spiel trifft. Wir gehen mit 2:0 in die Halbzeit. 2:0, damit lässt sich wirklich arbeiten.
Ja, in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf, machen das Ding hier nochmal klar. Wir tauschen erstmal nicht zur Halbzeit, wärmen alle Spieler auf und in der 60. werde ich dann wechseln. Müssen wir mal schauen, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, Pinamonti, wahrscheinlich kommt Yeboah dann rein. Abe macht auf jeden Fall seinen Doppelpack. Vorlage für Scheren, der auch Monster gerade performt. Und dann gehen wir mal rein. Warte, da hat sich doch einer verletzt, oder? Der Lukas Tursch, nicht von uns. Dann bringen wir Yeboah. Dann Lubicic ist ein bisschen am Ende. Dann tauschen wir ihn so. Leiner Lazaro kommt rein. Und das sind diese Spieler, die die Pause kriegen. Mal sehen, ob hier noch was passiert. Mal sehen, ob hier ist noch was passiert. Ich denke aber, Abe wird diese Form mit ins Spiel gegen die anderen nehmen. Yeboah trifft auch. Nice, so wünscht man sich das doch. 4-0, wir waren nicht ansatzweise in Gefahr. Niklas Geierhofer macht auch nochmal sein Ding. Vorlage Schöpf. Also es läuft hier sehr gut. 6-0, Abe macht sein Dreierpack perfekt. Also die hatten nicht den Hauch einer Chance. St. Pölten hatten sie zum ersten Mal. Überhaupt hatten sie nicht den Hauch einer Chance in einem offiziellen Spiel. Sonst waren wir immer so ein richtig enges Spiel mit denen. Wir gewinnen 6-0, wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Tirol gewinnt gegen Hartberg, Ried gegen Altach, Austria Wien gegen Wolfsberg, Flyer Alarm Admira gegen Grazer, das Red Bull Salzburg mit 8-1 gegen Lafnitz, Lask gegen Innsbruck, wir gegen Pölten, Sturm Graz gegen Linz. Wen kriegen wir in der nächsten Runde? Im Viertelfinale schon. Das wird der nächste Gegner. Red Bull Salzburg spielt auf jeden Fall zu Hause, am besten wir gegen Sturm Graz. Aber es wird aus Serbien. Okay. Das war unser Halbfinalist. Halbfinalgegner letztes Mal. Sturm Graz spielt zu Hause gegen Tirol und wir spielen gegen Flyer Alarm Admira. Hier sind auch unser erster Gegner in der Liga. So, jetzt kommt die Auf- und Abwertungsrunde, produziert von einem sehr guten Jugendtrainer und das war's. Das war's. Pokalprämie und Siegprämie wird ausgeschüttet. Angebot für Verscheren abgelöst. Und was steht da? Hattrick erzielt. Hikori Abe, ja. Er kommt. Sieht. Und trifft. 2 Spiele, 4 Tore. Kann man mit erleben, ne? Wenn man sich das anguckt hier, so seine Bilanz. Okay, 0 Einsätze, aber insgesamt hier. Okay, das wird auch noch nicht gesehen. Bei der 132 Zweitliga, zweite Mannschaft Einsätze für Barcelona gemacht. Konnte sich dann nicht durchsetzen. Und bei uns ist er direkt. Sagt er einfach so, ne Perisic, du bist zwar erfahren, aber du bist erfahren. Aber hier würde ich die heutige Folge beenden, kurz vor dem Spiel gegen die Tschechen von Banik. Ich habe keine Ahnung, wie der Verein richtig heißt. Banik Ostrava. So, kurz davor würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin gehypt. Diese Saison wollen wir unseren Titel gewinnen. Und eventuell endlich die Nationalmannschaft das Angebot kriegen von Österreich. Wir müssen uns weiter nach vorne arbeiten, dass Österreich irgendwann mal denkt, da ist doch einer bei Rapid Wien, der könnte uns zum Titel führen. Und da arbeiten wir dran. Wir wollen ja jetzt auch unsere Jugendmannschaften hier verbessern. Und ich werde auch jetzt in den nächsten Jahren gucken. Das kann sein, dass das Projekt bis 10 Jahre geht oder so. Bis Österreich die Weltmeisterschaft gewonnen haben und wir mindestens einmal jeden nationalen Titel gewonnen haben. Das ist mein Ziel in diesem Spiel. Und ich will auch jetzt mich wirklich auf die Jugendarbeit konzentrieren. Dass wir da wirklich nach und nach, ich werde jedes Jahr die Mannschaft ausmisten, die Jugendmannschaften, dass wir hier wirklich Talente kriegen, sowas wie Lorenzen hier mit einer 60 und so, dass das hier nur noch 60er sind oder halt so 3,5 Sterne oder besser gesagt, wenn man so sieht, 7 Sterne Talente, dass wir dann mindestens solche 6 Sterne Talente haben und uns halt aufbauen. Dass wir uns halt wirklich nach und nach diese Saison halt aufbauen und dann werde ich die alle hochziehen und alle Spieler, die so halt so Talente sind wie Cabrian oder so, werden verliehen. Die werden dann jedes Jahr an irgendwelche unterklassigen Mannschaften verliehen, wie jetzt zum Beispiel die beiden hier, Pelke, der hat schon ein Spiel gemacht für Mansfield Town, ist auch, glaube ich, gesetzter Stürmer, nee, ist er nicht. Was ist da los? Der ist da einfach, hat aber schon ein Spiel gemacht, läuft hart bei ihm. Denn Zirkse bei Alkmaar ist gesetzter Stürmer, müsste er da sein. Ja, Joshua Zirkse
hat auch direkt erstes Spiel ein Tor getroffen, dass wir die nach und nach das Geld immer in den Verein investieren. Wir haben jetzt aktuell 44 Millionen. Wir waren sonst die ersten zwei Jahre waren wir immer bei 20 Millionen und dann habe ich halt Demir verkauft. Dann habe ich halt Demir verkauft und wir wollen dann auch wirklich so eine Loan Army aufbauen und nicht wirklich leihen. Wir wollen halt die besten Talente von den anderen Mannschaften hier kaufen. Das ist mein Ziel. Wie gesagt, würde ich hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass